Ja, und dann bei Gelegenheit werde ich dann wieder neue Videos machen. Aber das ist ein sehr schöner Stein. Sich dann mit 2 mm bohren. Ich mache dann mal wieder Videos, wo ich dann wieder Preforme und Säge. Und erkläre auch wieder ein bisschen was dazu. Als Bärenlernkurs. Okay, sie hat sich da noch ein Stück rausgebrochen. Den musst du nachschleifen. Hier, dann machst du da ein bisschen die ganze Seite ein bisschen flacher. Danke dir. Ja, kommt halt immer vor, dass man ein bisschen was wegbricht, aber im Regelfall geht es im Großen und Ganzen gut. Kann ja auch normalerweise rein zyrisch x-beliebige Größe bohren. Ich habe ein paar Kunden, die brauchen Sondergrößen, da bohre ich dann 2,5. Aber ansonsten sind die 2 und die 3,5 absolut ausreichend. Kommt auch vor, hängen geblieben, ein bisschen Dreck dazwischen. Da, man sieht jetzt schon hier. Das ist eigentlich ein Handschmeichler, das gehört da gar nicht rein. Aber ist okay. Kein Problem, aber ist eine schöne Nuss, auch mit viel Rot. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt hier erkennen kann, weil das Licht in der Werkstatt ein bisschen diffus ist. Aber schöner Anhänger. Wahrscheinlich werde ich bei dem ein Video machen, wenn es soweit ist. Mist, schaut sie mal, das Dunkel ist ein bisschen spröde vom Material, hier kommt immer wieder her. Aber da muss ich nicht viel wegschleifen. Gell? Hier habe ich einen zweiten. Und den anderen, wenn du den fertig hast, den gibst du mir dann wieder. Vorsicht, nicht umfallen. Danke, wunderbar. Sehr schön geworden.
Okay, da ist nochmal ein kleines Stück abgeplatzt. Schatzi, da ist nochmal ein kleines Stück abgeplatzt. Was hat er? Hier. Da ganz leicht. Du musst ein bisschen leicht abschrägen. So. Hier, nur im oberen, nicht im Mund, nur im oberen Bereich hier. Ja. Das war dick genug, aber. Okay, probieren wir es. Schöne Nacht. Mist. Okay, den schleife ich um und dann machen wir so für ein Freundschaftsband. Komm vor. Okay, jetzt weiß ich, warum wir so viel gehabt haben. Der Bohrer ist abgeschliffen. Da ist nichts mehr dran. Den Bohrer muss ich weg, dann muss ich einen neuen reintun, der 3,5. Er hat keinen Diamanten mehr dran. Okay. So. Ausschalten. Zeige ich auch gleich, wie das funktioniert. Hier lösen. Rausschieben, unten lösen, zack. Da, also hast du fast keinen Diamant mehr drauf. So, einen neuen, der alte, den tue ich darüber, muss ich nachbestellen. So, man sieht hier jede Menge Diamant drauf, der Schaft total lang, und der kommt hier rein. Festmachen, runterdrücken, zuziehen, aufmachen, nach oben kurbeln, jawohl, ja, so, hat der Hub eingestellt. So, jetzt festziehen. Okay, wir sind in der Flucht. So, dann Wasser wieder einschalten.